Hallo und herzlich willkommen zu einem Video von mir, Bettax hier in Arcadian Atlas. Folge Nummer 7 müsste es jetzt sein. Wir sind jetzt kurz davor, Kapitel 1 zu beenden. Bin der Meinung, ich habe letztens noch eine Geschichte nicht gemacht, und zwar mit den Waschbären. Da schauen wir jetzt nochmal nach. Und dann geht's los. So, mal gucken. Und zwar. Nein, würde ich doch gar nicht. So, gucken. Ja, wo war das mit Long? Wo hieß der Ort nochmal? Longraham. Da fällt auch das Zeichen ein. Jetzt sehe ich das Zeichen. Letztes Mal habe ich das Zeichen nicht gesehen. Jetzt sehe ich das. Aber das muss ich noch fertig machen, weil sonst kann ich das nicht mehr machen. Weil bevor ich das Kapitel 1 abschließe, muss das erledigt sein. So, Linksklick. Trample the Pfoten. Und Graham Rekrutierungszentrum. Da waren wir doch schon mal. Kampf beginnt. Okay, gehen wir dann mit. Hey. Desmond ist ja nicht dabei. Unseren Heiler. Und den Bogenschützen nehmen wir auf jeden Fall mit. Und jetzt kann ich noch einen mitnehmen. Wen nehmen wir denn am besten? Nehmen wir sie mit. Apothekerin bringt mir nicht viel, ne? Stufe 11. Habe ich den ausgestattet? Wahrscheinlich nicht, ne? Wir schauen mal. Wenn ich Pech habe, hat er keine Waffe und nix. Fangen wir mal an. So. Erreiche mit Poncho ein Feld. Also fliehen. Wir müssen mit ihm fliehen. Das haben wir ja schon mal gehabt. So. Giftfall. Wir nehmen da mal ihn hier. Ja. Kann ich auch mal ihn nehmen? Müsste ich mal gucken, wo denn dieser Endpunkt ist, wo man hin muss. Weil theoretisch kann man ja auch einfach irgendwo lang laufen und muss da gar nicht kämpfen. Tut ja gar nicht Not. Wir müssen da zur Tür, okay. Lefty. Oh, aua. Ich glaube, diesmal komme ich nicht ganz ohne Kampf vorbei. Das wird schon schwierig. Oder ich müsste nur mit ihm durchrennen. Ich sperre mich ja ein. Okay. Komme nicht weiter rüber noch mal. Selbst den Weg versperrt. Kann ich noch irgendwas machen? Ich will jetzt die Triade machen. Sehr schön. Weiß noch nicht, was es bringt, weil so richtig Vorteile habe ich noch nicht mitgekriegt. Kann ich jetzt mit denen irgendwas machen? Standardangriff. Wow, 7 Abzug. Der bringt gar nichts. Wow. Kann ich mit ihm fliehen? Ja, dahin. Zack. Ich muss ja nur mit denen nach draußen kommen. Das ist gleich egal. So. Schützen wir uns. Auch noch da, können wir den Rücken schießen. Theoretisch müsste ich ja sehen, ob ich jetzt mal kann ich mit Pfeilhage beide treffen. Nee. Dann machen wir den mal Standangriff. Die Waschbär nervt mich am meisten. Oh oh. So, vielleicht in der Heilung einmal drauf. Ja, der muss am Leben bleiben. Wow.
Darf ich meine Figur? Was soll denn das immer? Wieso darf ich meine Hauptperson? Ja, toll. Warum darf ich meine Hauptperson nicht benutzen? Das verstehe ich nicht. Hallo. Na endlich. Toll, ich kann nichts machen. Ich komme nirgendwo ran. Kann man nicht tauschen? Ja, nee, kann ich nicht machen. Toll. Und der kann gar nichts. Ja, Standardangriff. Man merkt auf jeden Fall, dass das Spiel in der Konsole gebaut ist. Mal sehen, was wir noch machen können. Ob Gift was bringt, weiß ich natürlich nicht. Ich kann auch wieder nur einen treffen, okay. Fast weg. Wieder auf, okay. Heilung. Oh, das ist fast weg. Wenn der das auch macht, dann habe ich ein Riesenproblem. Oder was spät fast weg. Eieieiei. Wie viel Leben hat die noch? Na toll. Mein Heiler ist futsch. Aber wenn das richtig ist, muss ich ja nur nach draußen laufen. Ja, was passiert? Die werden ja am Leben bleiben. Ich würde trotzdem ganz gerne den Gegner noch platt machen. Auftrag abgeschlossen. Siehst du, das geht schon. Aber trotzdem Hauptperson platt. Heftig, heftig, heftig. Heftige Gegner. Ich wüsste gar nicht, wie man das schaffen sollte, wenn man jetzt nicht kämpfen, also wenn man jetzt kämpfen müsste, meine ich jetzt. Wir haben es geschafft. Aber ich muss auf jeden Fall meine anderen Truppen endlich mal ausrüsten, weil die haben irgendwie gar nichts. Die machen ja auch keinen Schaden. Was zum Teufel war das denn? Was guckst du mich da an? Ist doch gleich dabei. Merkwürdig. Frag ihn. Und was soll er tun? Mich ankeckern? Er kann kommunizieren. Nicht wahr, Kleiner? Du musst dich einfach zu ihm runterbeugen. Du weißt schon, auf Augenhöhe. Wie heißt es so schön? Die Augen sind die Münder unserer Gesichter. Was ist in Langram passiert? Kennst du diesen Lefty-Kerl? Faszinierend. Echt? Nee. Oh, du kleiner Racker, das hast du nicht gemacht, oder? Ach was. Wow, was für ein Ritt.
Er und Lefty haben etwas gestohlen, aber Pancho ist da mitten in der Nacht weggelaufen und hat es irgendwo vergraben. Lefty möchte offensichtlich wissen, wo. Oh ja, natürlich. Ich wusste, dass du es implizit verstehen würdest. Doch, alles gut. Pancho hat nicht verraten, wo der Schatz begraben liegt. Nun, das war meine größte Sorge. Er hat uns ja zum Glück nicht so, mir nichts, dir nichts, in eine Rettungsaktion für einen roten Panda hineingezogen. Er versteht Sarkasmus, Vash. Ich glaube, du hast ihn wirklich gekränkt. Sag ihm, dass es mir ein großes Vergnügen war. Mal sehen, ob er daran etwas Sarkastisches erkennt. So, was können wir denn jetzt hier machen? Haben wir hier eine Taverne? Ja, Item Shop auch. Dann gehen wir da mal hin. Anprobe. Wir haben ja genug Geld. Jetzt nehmen wir doch mal ihn hier. Und jetzt können wir noch mal gucken, mit nichts. Eine Haupthand hat nicht mal eine Waffe. Ein Großschwert. Habe ich so viel Geld? Locker. Nebenhand, Kopf. Eisenhelm. Verstärkte Eisenrüstung. Und Ring der Kanalisierung oder nee, Ring der Kraft. Kaufen. Natürlich. Das ist ja nix. So, ihn hier. Habe ich den schon ausgestattet? Der ist ausgestattet. Und sie müsste ich auch ausgestattet haben. Aber sie ist noch ganz schön klein von der Stufe her. Und sie habe ich aus. Es war nur der eine, den ich nicht ausgerüstet habe. Okay. Der ist auch fertig. Gibt es eine bessere Armbrust? Ah, guck mal. Oh, guck mal. Nur noch die da. Klar. Können wir sie noch verbessern? Ich weiß auch nicht, ob das Kupferschwert wirklich gut ist. Bronze, das wird immer schlechter. Eisen ist doch das Beste eigentlich, oder? Ich verstehe das nicht ganz, was das soll. Knochenschwert. So. Das können wir verlassen. Jetzt tick und das speichern wir. Und jetzt sollten wir eigentlich alles vom ersten Kapitel fertig haben. Gut. Dann gehen wir doch mal zur nächsten Story-Geschichte. Kampf, Zwischensequenz, kein Zurück mehr. Erledigt alle offenen Aufgaben, die Truppen treffen endlich aufeinander. Genau, das haben wir letztes Mal schon gelesen. Jetzt rennen wir hin und es geht los. Denn ich habe alle Aufgaben erledigt. Habe alles ausgerüstet. Dahmov-Brücke. Wer steht? Der Taillon-Truppen sind im Anmarsch. Du musst gehen. Jetzt. Nein, Westi. Wir werden standhalten und kämpfen. Dann wirst du sterben, Lucrezia. Du und deine gesamte Bewegung. Das sind nicht nur ein paar Soldaten. Die gesamte Taillon-Streitmacht rückt auf dich vor. Sie hat recht, Lucrezia. Wir müssen weiter gen Osten fliehen, in die Bergpässe. In den Höhlen und Tunneln können wir überleben, bis wir stärker werden. Vielleicht. Westi, nein. Runter von der Brücke. Wolfseinheiten hat sich mit Sprengstoff präpariert. Was? Was zum Teufel ist hier los? Du? Ich? Ich habe dich in Dunkirk gesehen. Sie hat unsere Männer getötet. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen.
Wer ist die Dalmand? Auch eine Verräterin? Die Götter seien verdammt, wir werden sie hier und jetzt töten. Nein, du verstehst das falsch. Du musst aufhören. Gut. Wichtig ist, dass sie am Leben bleibt, deswegen stehst du nach hinten. Nach vorne, Bogenschütze. Und mein kleiner Waschbär. Desmond habe ich nicht. War ja auch klar. Wen nehme ich denn am besten noch mit? Mein Heiler muss ich auf jeden Fall haben. Muss noch zwei Stellen, kann ich den Krieger jetzt mitnehmen. Ich hoffe, dass er jetzt mehr Schaden anrichtet. Und sie muss ich trainieren. So, Kampf beginnt mit I. Besiege alle Feinde. Ja gut, das war klar. Und die helfen mir jetzt, oder? Oder kämpfen jetzt auch gegen mich? Ich komme nicht ran. Echt jetzt? Was habe ich denn da gemacht? Also jetzt nochmal. Laufen. Komme ich echt nicht ran? Doch jetzt. Mist. Na toll. Mal schauen. Giftpfeil komme ich nicht ran. Ne? Na gut, dann bleibe ich so stehen. Den komme ich aber doch ran. Ne? Hallo? Jetzt weiß ich, wo der drauf schießt. Oder kämpfen die jetzt auch gegen mich? Muss ich jetzt gegen beide Seiten kämpfen? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Ich muss ein bisschen aufsparen. Ich will, dass der erstmal kapieren müssen, wer hier gegen wen ist. Muss ich jetzt gegen die kämpfen oder nicht? Ich verstehe das nicht. Der schimpft für mich. Ich muss nicht gegen beide Seiten. Wie soll ich denn das machen? Das verstehe ich jetzt schon mal gar nicht. Der macht schon Schaden jetzt. Das machen wir dann am besten. Toll. Ich frage, ob ich das richtig mache. Ich verstehe das nicht so ganz. Wie muss ich denn jetzt kämpfen? Ich verstehe es echt nicht. Ich habe es so verstanden, dass ich meine eigenen Leute angreifen muss, weil die mich sowieso als Verräter sehen. Aber, wie es aussieht. Das denn? Okay. Darf ich vielleicht auch noch mal meine Truppen nutzen? Wie soll ich denn das schaffen? Wenn irgendwie alle gegen mich sind.
Wie soll ich das? Hä? Ich verstehe das gerade nicht. Also, Versuch Nummer 2. Jetzt wissen wir schon mal ein bisschen mehr, und zwar, dass wir von beiden Seiten angegriffen werden. Ich dachte beim ersten Mal, dass mich die Blauen nicht angreifen werden, aber haben sie trotzdem gemacht. Das heißt, ich werde wahrscheinlich jetzt erstmal Richtung Blau laufen, so schnell wie ich kann. Und die platt machen, weil die anderen ein bisschen weiter weg sind. So. Nehme ich sie mit. Wen kann ich noch mitnehmen? Die ist zwar nicht von der Stufe nicht so stark, immer noch besser wie nichts. Das fehlt mir auf der Heiler. Den darf ich nicht vergessen. So. I und starten. Habe ich trotzdem nicht ganz verstanden. Wir warnen die Leute und müssen dann trotzdem gegen sie kämpfen. Muss sie nicht wirklich verstehen, aber ist leider so. Bitte nicht ausweichen. Sehr gut. Wir fliegen jetzt erstmal in die Richtung. Alle Mann auf einen. Erst die Blauen, dann die Roten. Kann noch nicht viel mit ihm machen, ne? Ich behalte das auf und bleib hier stehen. Ich hoffe, dass sie noch nicht rankommen. Wir laufen und direkter Angriff. Standardangriff und. Da war schon mal gut. Kann ich vielleicht diesen starken Ding machen? Was Desmond auch kann? Nee, kann ich nicht. Okay. Na gut. Da wird er mich jetzt angreifen. Oder auch nicht. Eieieiei. Immer auf die Schwache. Aber. Ja, mein Gift feiert. Und den hast du nach da und dann mache ich den da unten platt. Ich hoffe, dass der nicht ausweicht. Na, geht. Hallo? Und jetzt dahin bitte. Man merkt halt immer wieder, dass das Spiel für Konsole entwickelt worden ist. Also gefühlt, weil mit der Mausbedienung ist echt beschissen. Ganz beschissen. Spiel ist gut. Aber die Bedienung ist beschissen. Ich denke, das ist jetzt ein Fehler von dem Spiel, weil die halt eigentlich eine Pad-Steuerung haben und jetzt eben hier Tastatur, die Maus halt nicht gewohnt sind, dass die da mit drin ist. Und daher geht das manchmal schief. So, es geht einigermaßen flott. Das ist die Taktik. Eben stand ich in der Mitte und habe mich erstmal den Rot angelegt. Da wurde ich von hinten in den blauen Rücken geschossen. Und das möchte, hoffentlich macht die jetzt nicht eine platt. Ach, scheiße. Toll, danke. Ich muss ja sie zuerst nehmen. Laufen wir dahin. Standardangriff. Ich habe 3 Runden Zeit. Und ist der weg. Nur das wollte ich eigentlich vermeiden, dass Engel stirbt. Müssen die Stärksten jetzt wegklatschen. Der lebt immer noch, das ärgert mich ein bisschen. Und er ist der Gegner auch immer vor mir dran. Vorhin habe ich mit meiner Figur vorher, also mit meinem Waschbind vorher gezielt. Aber er kam erst nachher dran. Habe ich auch nicht verstanden.
Standard. Geh doch hin da. Dahin. Oh, Tastatur. Darf ich da hingehen? Dankeschön. So. Ach, ich müsste meine eigene getroffen. Das wollte ich nicht. So, Heilung. Natürlich. So, zack. Ich würde eine Runde weggehen. Er lebt auch mal. Jetzt nicht mehr. Sehr gut. So. Ich würde die da auch mal wegklatschen hier. Jetzt habe ich die blauen schon mal weg. Der lebt noch. Ich habe schon Angst vor dem Schütze. Geh zu ihr rüber. Die muss gleich geheilt werden, okay. Darüber gehen. Jetzt machen wir einen Pfeilzauber. Vergiftet. Komm auch noch da. Und jetzt habe ich das nicht. Ich war beim Bogenschützen. Hallo. So. Warum weicht die aus? Die kann mich nicht mal sehen von hinten. Ich hasse das. Ich hasse es wie die Pest. So, die brauche ich noch. Weil wenn die eine jetzt stirbt, ist nicht so schlimm, wenn die ganz weg ist, weil die hat eh eine Stufe 8 gehabt. Kann ich sicherlich mal besseres holen. Trotzdem ärgerlich. Oh oh. So. Lebt immer noch. Warum überlebt die das? Toll, darf der andere mal dran sein? Das ist der gestirbte. Ich hasse es. Warum kann ich nicht vorher dran sein? Warum darf ich nicht auch mal einfach mal rechtzeitig dran sein, dass auch ich mal eine Chance habe, problemlos zu gewinnen? Und da steht das Menü wieder im Weg. Damit kann ich gleich schießen. Muss ich mal heilen. Standardangriff. Ich weiß nicht, was der jetzt für Feuerzauber macht. Das ist natürlich auch übelst. Der ist schon mal verschwunden. Oh, die ist gestorben. Das ist schon mal gut. Aua. Ich konnte nichts machen. So, jetzt bin ich aber erstmal dran, oder? Natürlich nicht. Macht sie nicht platt. Das war so klar. So. Giftpfeil. Mist. Na toll. Wie soll man denn das schaffen? Den scheiß Magier platt machen. Sehr gut. Das muss ich nur noch heilen dürfen. Der Rest ist mir ziemlich schnuppe. Flasche der Heilung. So. Ja, ist klar. Ich habe mich doch gerade geheilt. Wie ich das hasse, wie ich sowas hasse. Standardangriff. Echt, darf ich nicht.
Ich darf das nicht ändern. Zurückgehen. Warum kann man nicht einfach angreifen? Zack. Standardangriff. Toll. Ich bin ja doch wieder nicht kämpfen brauchen. Egal. So, zack, zack. Ich muss mir das beeilen. Muss er nur noch schießen und ihn hoffentlich platt machen. Ja, und Schütter? Nein. Erfüllt. Aber trotzdem verdammt schwer. Also heftig. Hätte ich nicht gedacht, dass das so heftig ausgeht. Wir wollen jetzt mit zwei. Warum muss ich gegen beide Seiten kämpfen? Das verstehe ich nicht ganz. Bitte, du musst fliehen. Es würde nichts bringen, verstehst du das nicht? Sie werden uns in wenigen Stunden an dieser Brücke überholen. Eda, wir müssen alle übrigen Kämpfer bereit machen. Hier werden wir dem Feind trotzen. Schnell, erledigt sie. Doch zielt nicht auf den Sprengstoff, bis du Kritzia die Brücke überquert hat. Halt, was sie ist auf dieser Brücke. Es tut mir leid, Desmond, aber sie hat ihre Seite gewählt. Nein. Wirf nicht dein eigenes Leben weg, Junge. Es ist zu spät, wir haben keine andere Wahl, als zu kämpfen. Danke, Vesti. Die Geschichte wird uns vielleicht vergessen. Doch wir sterben hier in der Gewissheit, dass unsere Sache die richtige war. Nein, es kann nicht. Es kann nicht so enden. Es tut mir so leid, aber es gibt keinen anderen Weg. Bestie, nein. Ach, die Brücke zerstört, okay. Ich bin nur ein bisschen, nun ja, ängstlich, denke ich. Wird es irgendwie wehtun? Wir müssen das nicht tun, Annalise. Ich möchte nicht, dass du etwas tust, bei dem du dich unwohl fühlst. Doch, ich würde gern wissen. Kloster Cairn. Wir können es einfach versuchen. Es schadet nicht, es zu probieren. Und wie mache ich das? Ich denke, es ist für jeden anders. Der Atlas reagiert auf den Benutzer, seine Vergangenheit, seine Hoffnung für die Zukunft. Und was ist passiert, als du ihn das letzte Mal benutzt hast? Nicht viel. Ein Kribbeln, ein Knistern in der Luft. Es fehlt eine Karte, eine wichtige, fürchte ich. Dann könnte es nutzlos sein.
Ich meine, wenn wir beide ihn benutzen. Es könnte sein, ja. Doch der Atlas hat Macht, Annelies, echte Macht. Zu erschaffen und vielleicht auch zu zerstören. Ich weiß es nicht. Es heißt, dass die Welt aus ihren gemacht wurde. Aus den Karten? Sind sie wie die Götter, die drei Weberinnen? Ich weiß sehr wenig über Götter, Annelies. Alles, was ich weiß, ist, dass diese Dinge wahr sind. Diese Dinge existieren und begleiten uns in der Welt, ob wir sie sehen oder nicht. Und ich? Was soll ich tun? Du musst keine Angst haben. Denk einfach nach. Denk darüber nach, was du warst. Was du bist. Was du zu sein hoffst. Die Liebenden. Alles in Ordnung? Ich habe etwas Unglaubliches gespürt, etwas Wunderbares, das in mir entfesselt wurde. Habe ich etwas falsch gemacht? Nein, Annelies. Ich denke, wir machen endlich mal etwas ganz richtig. Ich denke, mit etwas Übung werden wir mehr als nur uns selbst entfesseln, meine Liebe. Gemeinsam haben wir die Kraft, die Welt zu erschüttern. Speichern. Ja, muss ich auch, oder? Auch wenn ich einen Charakter verloren habe. Kapitel 2. Die Urmächte. Ein Jahr später. Eda, es ist fast soweit. Nimm das hier. Lohorewald. Sie werden mich nicht holen, Luke. Ich habe es bis hierher geschafft. Hab etwas Vertrauen, dass ich auch hier überleben werde. Bitte, Ada, nimm es einfach. Dein Wissen ist in den Händen des Feindes zu wertvoll. Und du, mein liebes Kind, du musst das nicht tun, weißt du? Wir können jemand anderes finden. Wir werden der Sache mit Ehre dienen, my lady. Natürlich werden wir das. Es wird 100, vielleicht auch 200 auf drei Lager verteilt geben. Halte eure Position, selbst wenn Wulf oder Elen der Angriff anführen sollte. Was auch passiert, haltet die Stellung. Ihr müsst uns nur ein wenig Zeit verschaffen. Das werden wir. Das ist der Anfang von dem Spiel. Habt Dank. Auch wenn ich nichts anderes zu geben habe, möchte ich euch beide meinen Dank aussprechen. Wir werden uns alle bald wiedersehen. Bis zur rechtmäßigen Herrschaft, my lady. Bis zur rechtmäßigen Herrschaft. Ja, schneller als ihr denkt. Und Ida, bitte pass auf sie auf. Sie ist noch zu jung und unerfahren. Wer ist die, wird stolz auf das sein, was du
heute hier tust. Ich hoffe, du weißt es. Ich weiß, ihr wart alle so liebenswürdig zu mir. Darf ich denn diesmal selber kämpfen? Der Feind. Es ist soweit, macht euch bereit. Und denkt daran, dass wir dir beigebracht haben, Liebes. Halte sie einfach nur auf, dann treffen wir uns später mit den anderen. Diesmal darf ich selber kämpfen. Okay, am Anfang wurde mich hier gestorben. Wo ist mein Waschbär? Na toll. Kampf beginnen. Jawohl. Siege alle Feinde. Ja, den Kampf haben wir doch schon mal geführt. Muss ich das jetzt nochmal machen? Das war doch ganz am Anfang des Spiels. Oder fange ich das Spiel jetzt komplett von vorne an? Ich verstehe das gerade nicht. Das ist doch das, was ich ganz am Anfang schon gemacht habe. Ich verstehe das gerade nicht. Ich fange jetzt das Spiel von vorne an. Ich muss das nicht verstehen. Das jetzt mal rankommen. Okay. Kann nichts. Das ist doch nicht wahr, oder? Das ist ein Magier. Wieso darf ich eigentlich den das nur nutzen? Ich verstehe das irgendwie gerade nicht. Das Spiel ist mir gerade ein Rätsel. Wie soll ich denn das schaffen gehen, wenn ich keine guten Truppen dabei habe? So. Schön, dass der fast tot ist. Was ist denn das für ein Quatsch? Was soll ich denn mit der Figur anfangen? Was soll mir denn das bringen? Und der kann nichts, der hat keine Ausrüstung. Was soll ich mit dem? Wieso spiele ich mit einer Figur, die nichts kann? So. Toll, kann ich mich nicht bewegen. Kann nicht zaubern, gar nichts. Was soll ich mit dem? Da kann ich es auch sein lassen. Toll. Wie verliere ich das, die Lust an dem Spiel, weil das absolut keinen Sinn macht. Wie soll ich denn das schaffen? Das ist so ein Irrsinn immer. Ich habe Magier dabei, der nichts kann. Keine Ausrüstung hat und gar nichts. Da frage ich mich echt, was soll das? Thank you.
zurückkriege. Einer, der sich nicht bewegen darf. Jo, mein Bogenschütze ist fast weg. Kann ich da mal hinscrollen? Nein. Ach, sag mal. Ich will jetzt dahin. Ich will jetzt Pfeilhagel gucken, ob ich da jemanden treffen kann. Nein, kann ich nicht. Lebt immer noch. Heilung. Der darf hier immer noch nichts machen. Toll, ich darf mich nicht bewegen. Das ist, ich verstehe das gar nicht. Was soll das? Ich verstehe es nicht. Toll. Oder kommt das, weil ich ein, zwei gute Truppen verloren habe beim letzten Kampf? Muss ich die wiederholen? Dahin soll zu gehen. Jawohl. Angriff. Na ja, klar, natürlich kriegt sie das wieder ab. Ich verstehe es nicht. Standardangriff. Der lebt ja immer noch, ey. Ich brauche meinen Bogenschützen auch. Ich darf sich auch nicht mehr bewegen. Es dürfen sich zwei schon nicht mehr bewegen. Klasse. Standardangriff macht wenigstens einen Schaden. Der lebt immer noch. Endlich. Dasselbe. Na toll. Ja, super. Figur ist tot. Das ist doch nicht normal. Wie soll man denn das machen? Ich verstehe das gerade nicht. Lebt immer noch. So, Explosion. Und der lebt, dann kann sich wieder heilen. Ich hasse es, ich hasse es. Jo. Und darf ich jetzt dran sein, bevor die wieder schießt, die Trolle? Na toll. Nicht ausweichen. Ich brauche meinen Bogenschützen. Das nützt alles nichts. Und lebt immer noch. Wie soll ich die denn wegkriegen, wenn die immer noch überleben? Das macht dann auch wieder Heilung auf den drauf. Darf ich jetzt mal mit meiner Hauptfigur dran sein? Ich ab. Meiner, der am meisten Schaden macht. Den kann ich nicht nutzen. Und ich
erstmal mit Heilung. Wieso kann die so schnell schießen? Das verstehe ich nicht. Jo, auch fast weg. Nicht ausweichen. Schnell wieder Herstellung. Ah, okay, dann mache ich das so rum. Wenn es jetzt mit beiden drauf geht, natürlich keine Chance. Ich komme nicht ran. Kann ich mit Sonderangriff über zwei Felder machen? Ich hasse es. Können wir doch mit denen laufen und dahin gehen. Angriff. Lebt immer noch. Und ist mit Bogenschütze tot. Toll. Wieso verschwindet der sofort? Hä? Ist hier nämlich die Krise. So, mir ich keinen Bock mehr auf den Scheiß. Das verstehe ich nicht. Wie soll man denn das schaffen? Warum ist mein Bogenschütze? Oder ist das mein Bogenschütze? Eigentlich muss das doch da sein, ne? Ich komme nämlich durcheinander. Darf ziehen und gleich schießen, das verstehe ich auch nicht. Das verstehe ich nicht. Wenn ich das mache, dann muss ich warten eine Runde. Lebt immer noch. Wieso darf die schon wieder schießen? Was ist denn das für eine Kacke? Ich glaube, ich spinne hier. Weg damit. Ich mag so einen unlogischen Scheiß nicht. Warum ist das nicht logisch? Schön. Trotzdem hätte ich es nicht verstanden. Wieso sind die zweimal dran, wenn ich eigentlich in der Reihe bin? Und wieso darf sich keiner mehr von mir bewegen, weil die so einen Zauber haben und ich habe sowas nicht? Und wie bekomme ich das? Das würde mich interessieren. Herr, der Wald. Er steht in Flammen. Was? Du redest ja, du schlaue kleine Füchse. Rückzug, alle zurück zum Lager. Deine sogenannte Königin hat sich mit der Zeit verändert, nicht wahr, Lucrezia? Verbrennt einen Wald und ihr Volk gleich dazu, nur um ihr eigene Haut zu retten. Du weißt nichts über Lucrezia und noch weniger über uns, du Bastard. Glaub mir, Ida, ich kenne genug Leute wie dich. Wir haben beide unsere kleinen Geheimnisse, nicht wahr? Eine Schande, dass deine hier mit dir sterben wird. Feuer frei. Was zum Teufel? Schnell, ergreift sie. Lucrezia, ihr seid eine Närrin, euer Gesicht hier zu zeigen. Besser eine Närrin als ein Monster, wie du eins bist. Menschen, die da stechen, die du leicht gefangen nehmen könntest. Und was jetzt? Rennt ihr wieder mit euren schwindenden Truppen davon? Wir werden überleben.
Und wir werden euch verfolgen. Für immer werden wir euch verfolgen. Und jetzt ja. Wir werden weitermachen, bis unsere Gerechtigkeit für diesen sinnlosen Krieg niedergefahren wird. Ich hoffe darauf, dass du es tust, Wolf. Verfolgt uns nur, mögen die Flammen dich zur Asche verbrennen, während du es versuchst. Des, wir konnten es so weit kommen. Ich wollte das alles nicht. Das weißt du doch. Lore Ruin. Du wolltest es, Fisch. Wir beide wollten es. Seit dem Moment, als wir uns für eine Seite entschieden haben. Wollten wir es. Warum hast du mich dann hierher gerufen? Ich wollte dich wiedersehen. Das habe ich doch aber alles schon gehabt. Was soll das? Das spielst du ja von vorne an? Um dir mitzuteilen, dass wir morgen auf Lucretias Außenposten in den Ruhan-Wüsten folgen werden. Es spielt keine Rolle. Wir haben Rotheim schon vor Wochen aufgegeben. Doch irgendwie habe ich das Gefühl, dass du das bereits wusstest. Geh nach Osten, Mesh. Lass diesen Krieg hinter dir und geh nach Osten. Ich kann nicht, das weißt du das. Das ist das letzte Mal, dass wir uns so sehen können. Lucretia wird argwöhnisch. Und das wegen Eda. Ich hoffe, du irrst dich. Doch wenn nicht, dann tut es mir leid. Dass es dir leid tut, wird diese Ruinen nicht wieder zu einer Stadt verwandeln, Besh. Aber wenn es etwas wert ist, hoffe ich auch, dass ich mich irre. Und bitte, bleib einfach am Leben, egal wie, bleib am Leben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen Ort jemals wiedersehen wollte. Es fühlt sich an, als wäre es schon ewig her. Und Eda? An einem sicheren Ort, zum Glück. Unser Trick hat funktioniert, aber wir haben nur wenig Zeit gewonnen. Ich habe die Truppen versammelt. Wir brechen doch heute Abend nach Vordin auf. Wir haben nicht mehr viel Männer übrig. Königin Venezia hat uns unerbittlich verfolgt. Wir brauchen Zeit, um uns neu zu formieren und zu Atem zu kommen. Aber wir riskieren, das Wenige zu verlieren, das wir erreicht haben. In Vorlin werden wir Gelegenheit dazu haben. Wir haben dort Kontakte, die uns lange genug beherbergen werden, um neue Verbündete zu rekrutieren. Wo hast du diesen Kontakt denn aufgetan? Beim Kräutersammeln für die Verwundeten. Verstehe. Denk daran, Vesti, in diesem Krieg ist es nicht mehr möglich, zwischen den Seiten zu stehen. Du hast deine Seite bereits gewählt. Wir beide haben es getan. Ich nehme an, deine Meinung hat sich nicht geändert. Nein. Gut, dann ist es an der Zeit, in den Osten zu gehen. Und ich vertraue dir, Vesti, wirklich. Nun lass uns beten, um deinetwillen, dass dieses Vertrauen nicht auf die Probe gestellt wird.
So, sind wir hier angekommen mit ein bisschen Verwirrung. Also ich bin total verwirrt. Also erstmal das Spiel fing ja auch dann genau die Szene an mit den Kämpfen, nur dass sie gestorben ist und Eda auch. Jetzt hatten sie überlebt. Irgendwie. Ich bin irgendwie total irritiert. Also irgendwie verstehe ich das Spiel gerade überhaupt nicht. Vielleicht ist es auch schon zu spät heute, dass ich jetzt zu müde bin. Wir speichern auf jeden Fall erstmal jetzt hier. Speichern. Mich wundert auch, dass ich bestimmte Figuren nicht mehr habe, obwohl die eigentlich innerhalb dieses Kampfes, also in der Runden, noch überlebt haben. Bin ich irritiert. Auf jeden Fall müssen wir ja mal irgendwo hingehen, wo wir Truppen kriegen. Das machen wir jetzt noch. Da werden wir noch nicht hingehen, das machen wir danach. Erstmal hingehen. Rekrutieren. Denn ich habe irgendwie viel zu wenig Truppen. Wen nehmen wir denn mal dazu? Chloe, Elementarist. Stufe 16. Neue Option. Ist irgendwas, was höher ist als 16? Sieht nicht so aus, ne? Apotheker. Elementarist. Weitläufer. Das ist ein Bogenschütze. Ja, möchte ich auch. Weiter geht's. Einen Ritter möchte ich auch haben. Aber der Elementarist ist ja gestorben, ne? Ich muss ja halt nur ausstatten, das ist das Problem. Und dafür möchte ich einen zweiten haben, aber wenn der weggeht, dann habe ich noch einen. Zurück. Verlassen. Kann ich hier auch Anprobe machen? Item Shop Taverne. Aufträge. Aus der Asche. Also ich will den Auftrag annehmen. Es scheint, als seien die Bewohner von Dunkirk oder vielmehr, was davon übrig ist, in den Hafen zurückgekehrt, die Stadt in ihren ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen zu können. Doch als die Zimmerleute eintrafen, fanden sie den Ort von Magiern überrannt. Die versuchten, die Energie dort für eine Art Beschwörung zu nutzen. Was genau sie aus der Asche hervorbeschwören, ist unklar. Aber die Bewohner von Dunkirk suchen Hilfe, um die Eindringlinge zu beseitigen, damit sie die Reparaturen abschließen können. Wir wissen jetzt, dass wir alles nehmen sollen. Daher sollten wir das auf jeden Fall mitmachen. Was ist beim Klatsch? Magische Säuberung. Wenn du nur eine Schichtstunde willst, ist das in Ordnung. Aber bitte stell keine weiteren Fragen. Magie ist in Tropis schon seit langem und aus gutem Grund verboten. Frag jemanden aus den umliegenden Dörfern und sie werden dir Schauergeschichten über dunkle Magie erzählen. Menschen, die aus den Augen und Mund bluten und sich in Dreck winden, während schreckliche Kreaturen aus ihren Bäuchen kriechen. Solche Magie hat hier keinen Platz. Wir schicken die Monster, die solche Dinge praktizieren, nach Vorlin oder Lethe. Und das finde ich richtig so. Natürlich Energien wie Wasser, Feuer und sonst was zu kanalisieren, das ist in Ordnung, aber behalte es einfach für dich. Das ist Gehen ja wir wohl zu den also noch. Menschen. Du hast gesehen, wie ein Waschbär was gemacht hat? Von sowas habe ich noch nie gehört. Doch wir leben in verrückten Zeiten. Und da östlich von hier in einem Loch namens Wolin so gefährliche Menschen und Kreaturen auf freiem Fuß sind, überrascht mich das kaum. Natürlich wird von Menschen geredet, die von den Toten auferstehen und deren Knochen durch ein finsteres Ritual zusammengehalten werden. Und auch von Monstern, die sich in den dunklen Ecken der Welt herumtreiben. Aber ich habe davon noch nichts mitbekommen. Was Magische ist das denn Artefakte. da? Es gehört sich nicht, über solche Dinge zu sprechen. Aber ja, es ist wahr, dass es Orte gibt, an denen vor langer Zeit Artefakte, Instrumente und andere gefährliche Sachen für magische Rituale gelagert wurden. Wo sich diese befinden oder was dort zu finden sein könnte, kann ich nicht sagen. Und ich will es auch nicht wissen. Ich halte mich bei sowas am liebsten zurück. Verstehst du? Das empfehle ich dir auch. Ah, Amblemer, was einst so schön. Die war einst so schön. Wenn man sich vom Hafen aus den Sonnenuntergang über Lethe in den Ferne ansieht. Ein fantastischer Anblick. Vielerlei Hinsicht ist die Stadt immer noch schön, aber in letzter Zeit hat sich alles zum Schlechten gewandelt. Amblemer ist nun bekannt als Auffangbecken für die armen Tröpfe, die nach Lethe geschickt wurden, um dort ihren elenden letzten Tag zu verbringen. Es ist auch ziemlich gefährlich, also pass auf, wo du hingehst. Diejenigen, die aus dem Exil flüchten, landen oft in Amblemer.
nichts nutze und trinke, tu nichts nur, tu nicht gut. Wenn du Glück hast, wilde Hexenmeister, wenn du Pech hast. Okay. Dann kann ich hier rausgehen, verlassen. Aber ich habe immer noch nicht die Anprobe. Kann ich hier dann keine Truppen ausrüsten? Item Shop. Da ist die Anprobe. Anprobe. Kann ich für sie was Besseres holen noch? Ich habe das Gefühl, das Schwert nicht so toll ist. Ja, mach einfach. Was habe ich für dich? Der Hammer. Mal gucken, ob der besser ist. Hat hier einen besseren Bogen. Der Armbrust, die schießt noch einen Runenbogen. Warte mal, nehme ich den mal. Mal gucken, ob der besser ist. Zack. Vielleicht kann ich ja irgendwann auch so toll kämpfen wie die anderen. Alles Claymore. Eisenhelm. Kettenhemd. Kraft kaufen. Hab ja noch genug Geld. So, und den muss ich den ausstatten. Was kann er nicht zaubern? Bogen, Kopfschutz, Mitra, Lehrlingsmitra. Was nehme ich denn? Nämlich den. Zack, Körper, Samtkleidung. Was ist denn? Ich hätte das gerne mal gewusst. Ach, da sieht man das, ne? Aber man kann es sich vorher angucken. Doch, da geht's rüber. Warte mal. Ah, jetzt sieht man das, okay. Das macht keinen Sinn. Mein zweiter Heiler kriegt einen Holzhammer, versteckten Helm und dann Kraft oder Kanalisieren heißt ja eigentlich, dass er Magie. Machen wir das, zack. Nochmal ein Waldläufer. Riecht auch den Unbogen. Riecht einen Hut. Lederwams. Riecht eine Kraft. Oder mache ich einen Armbrustschützen draus? Weil ich habe ja mein Waschbären irgendwie nicht mehr. Mache ich das so. Und dann habe ich noch Eder. Die taucht den besseren Hammer. Besseren Helm. Bessere Rüstung. Also mit Kraft bleibt auch. Doppelt kaufen. Das ist auch stark. Okay. Habe ich alle aufgerüstet. Verlassen. Jetzt gehen wir hier nochmal hin. Warte mal, was ist da? Das ist dein Kirk. Okay. Wir müssen mal dahin gehen. Weiß nicht, ob es einen anderen Klatsch gibt. Mal Klosterlete. Ich habe die alle gar nicht gemacht, dass wir die alle schnellst machen müssen. Eines kann ich sagen, die Mönche sind freundlich. Verstehe mich nicht falsch. Das Klosterlete ist sehr schön. Aber was kann man sonst noch von einem Gefängnis erwarten? Und das ist wirklich, was aus diesem Ort geworden ist. Natürlich wird über Religion gesprochen. Die drei Weberinnen, die Arkadia aus dem Stoff spinnen, messen und schneiden und so. Die Geschichte aller Steuern, die hier leben. Aber was ist schon dabei? Das Kloster Lethe ist nur ein Käfig, mehr nicht. Muss ich laufen? Die Brandzeichen. Es hat ganz sicher welche gegeben, die versucht haben, Lethe zu verlassen. Vielen ist es gelungen, doch es gibt eine stillschweigende Vereinbarung zwischen all jenen, die an diesem Ort gefangen sind. Die Flucht bedeutet den Tod. Es ist ein gefährlicher, von Felsen umschlossener Ort, dessen Grund und Boden von einem alten Katastrophe verdorben wurde. Sobald du diesen Ort betrittst, erhältst du das Brandzeichen. Draußen erwischt zu werden, ist weitaus schlimmer als alles, was die Erde dir antun kann. Jeder, und ich meine wirklich jeder, weiß, dass mit denen zu tun ist, die das Brandzeichen des Klosters Lethe tragen. Wenn man diesen Menschen tötet, erweist man ihnen eine Gnade. Denk immer daran, lass niemanden am Leben, der sich von diesem Ort entfernt hat. König Tirgan ist gestorben. Ich kann es kaum glauben, der Mann war ein solcher Stütze dieses Landes. Man kann seine Politik kritisieren, doch er hat einen Krieg gewonnen und ein zerstrittenes Volk geeint. Wie er jedoch gestorben ist, nun, das ist ein viel faszinierendes Gerücht. Ich habe gehört, dass er
wie sein verstorbener Sohn vergiftet wurde. Was für ein schrecklicher Abgang. Und wie schnell haben sie den Tod bekannt gegeben? Haben die Weberin ihn schon vor Wochen zu sich genommen? Königin Venezia ist eine gerissene Frau. Ich traue ihr das auf jeden Fall zu. Und der Zeitpunkt Lucretias Rebellion ist auch etwas zu günstig. Muss ich los? Lucretias Ruf. Das musst du inzwischen doch gehört haben. Fast jeder hat es schon gehört. Lucretias Boten sind quasi von Tür zu Tür gegangen, um die Leute für ihre Seite anzuwerben. Am Horizont zeichnet sich wieder ein Krieg ab. Ich habe es im Urin. Lucretia hat zwar keine Reichtümer zu bieten, dafür aber Ruhm. Und der ist bei den Armen und Unterdrückten Mangelware. Ganz ehrlich, selbst mich hat der Ruf sehr gereizt. Ja, Aufträge habe ich nicht, okay. Dann habe ich hier drüben von Kampf und Zwischensequenz verloren, Gedanken daran, was sie zurücklässt. Zieht unsere Heldin ihre Truppen nach Westen. Das ist praktisch die Fortsetzung der Geschichte. Es ist die Frage, ob man hier unten auch irgendwo was nochmal angucken kann, weil ich habe ja nicht alles an Tratsch jetzt durchgegangen. Ich glaube, ich gehe da jetzt nochmal hin. Lass uns das mal kurz durchgehen. Weil es wäre ärgerlich, wenn ich all den ganzen Kram her mal bräuchte. Guck mal hier, die Nordländer, ich habe das alles nicht angeguckt. Ja, nur wenige wagen sich noch in den Norden von Tropis. Außer vielleicht für ein Essen an dem malerischen Damorfbrücke und ihrem Plätschern im Wasser. Der Norden ist mit Ruinen und verlassenen Festungen aus dem Krieg gegen Quartum, einem Land jenseits des großen nördlichen Meeres, übersät und zu einem gefährlichen Versteck für Vagabunden und Söldner geworden, die sich von ihrem Verbrechen verstecken. Es ist auch wirklich ein Jammer, denn viele dieser Festungen sind noch erstaunlich gut in Schuss. Ich habe gehört, dass sie besonders mit den starken Regenfällen dort auch sehr schön anzusehen sind. Seitenwechsel. Hör zu, ich behaupte ja nicht, dass ich es vorhergesehen habe, aber ich weiß nicht, ob hier jemand wirklich überrascht war, als der Clan Kaltroff sich Lucretias Sache anschloss. Dieser Mann kämpft 10 Jahre lang unter Tirgam und hat Lucretias persönlich ausgebildet. Was mich wirklich schockiert ist, wie viele andere gegangen sind. Mithild, Gottfrey, Unbold, Nasch. Offensichtlich hat die Thronanwärterin mehr Einfluss, als die Krone gedacht hat. Ich wette, sie bereuen das jetzt. Das ist alles Geschichte, die hätte man alles viel früher schon lesen müssen. Aber es hieß doch auch, ich kann nichts anderes mehr auswählen, ne? Wenn ich keine Aufträge die nicht abschließe. Muss ich los. Aber gut, die passen da nicht mehr zur Geschichte. Verschwundene Thronanwärterin. Lucretia Benef, oder wie heißt er? Benef. Die Anwärterin auf dem Thron der Tyrons ist einen Hinterhalt in einer ihrer Festung im Norden von Tropis entgangen. Ihr Glück scheint keinen Schaden genommen zu haben, doch ihr Stolz ist eine andere Sache. Einer ihrer Männer war vor ein paar Tagen hier, ein finsterer, nachdenklicher Typ mit rabenschwarzen Haaren. Er hat etwas an sich, weshalb ich ihm sofort misstraute, also bat ich ihn zu gehen. Seine Antwort: Wo soll ich denn hingehen? Die Gerüchte scheinen also wahr zu sein. Lucretia hat sich versteckt und ihre Rekruten sind in alle Winde verstreut. Vielleicht ist dies ihr Ende. Ganz unter uns, ich hoffe das nicht. Der Brand von Dunkirk. Ich beneide die Armee in diesem verfluchten Land nicht. Schon wieder wurde ein Dorf niedergebrannt und natürlich wird Lucretias Benef der Tat beschuldigt. Das ist mir schwer zu glauben, da die Frau ja seit Wochen nicht mehr gesehen wurde. Neulich sind ein paar Soldaten schon sternhagevoll vorbeigekommen und prahlten damit, dass sie ihre Finger im Spiel hatten. Aber es ist schwer, Fakten und Fantasie auseinanderzuhalten. Doch eines weiß ich, sie trug Armbandschiene mit dem Wappen von Dantayon drauf. Genau. Aufträge sind hier nicht, okay. Ja, tut mir leid, wenn das jetzt gerade ein bisschen langweilig ist, aber... Wenn ich das alles vorher vergessen habe, sollte ich das jetzt einmal alles durchgehen, damit ich dann beim nächsten Mal, wenn ich was Neues kriege, was wichtig ist, das dann auch mitmachen kann. Muss halt diese heutige Folge darauf glauben. Das Ende der Bürgerkriege. Es scheint, als sei der wilde Vogel schließlich in eine Ecke getrieben worden. Nachrichten über Lucretias Benef Bewegung hat offenbar die Generäle von König Venezia erreicht. Nur noch eine Frage der Zeit. Und nein, ich denke nicht, dass dies das Ende der Frau ist. Sie ist viel zu gerissen dafür
und ein in die Ecke getriebenes Tier ist am gefährlichsten. Sie haben schließlich nichts mehr zu verlieren. Abwarten und Tee trinken, sage ich. Aber egal, wie viele Männer die Königin schickt, um Lucretia zu jagen, ich setze auf Lucretia. Ich gebe es nur ungern zu, aber der wilde Vogel wächst immer mehr, mir immer mehr ans Herz. Von einer Generalin zum Verräter. Bei all den Siegen für Dantheon muss es schmerzhaft sein, Eda Yalani zu verlieren. Die einzige Niederlage im Wolf Kursels umfassenden Kampagne gegen die Thronanwärterin. Sie war eine brillante Taktikerin und eine treue Unterstützerin von König Venetias Anspruch auf die Krone. Doch Krieg verändert Menschen. Dass ihr Dorf niedergebrannt wurde, hat alles verändert. Das heißt, sie habe sich nun auf die Seite von Lucretia Benevent geschlagen. Wenn das stimmt, könnte sich das Blatt leicht zu Lucretias Gunsten wenden. Eda hat immer einen Draht zu den bodenständigen Bauern und Viehzüchtern Dantheons. Eine Gruppe, bei der die Krone zunehmend in Ungnade gefallen ist. An der Handel mit Wolin ihren Auskommen geschmälert hat. Ich habe gehört, dass Lucretia Benev ihren Blick gen Osten nach Wolin gerichtet hat. Nach all ihren Verlusten kann ich das der Frau kaum verdenken. Sie wurde unerbittlich durch die Nordländer gejagt. Selbst die an ihrer Seite scheinen vom Krieg zermürbt zu sein. Der Wohlstand ihrer Ländereien wurde entweder für ihre verwundenen Männer aufgewendet oder von der Krone besteuert. Ist es das wirklich ein Wunder, dass sie müde werden, alles zu verlieren, wofür sie gearbeitet haben? Anscheinend schwinden auch die treuesten Unterstützer irgendwann. Brücke über stürmische Gewässer. Der Verlust von der Möffbrücke. Ich sage einfach Tschüss. Das ist dein Gutes aus diesem Ungetüm aus verwitterten Holzen über ein Jahrhundert entstanden. Obwohl, zwischen uns gesagt, bin ich ein paar Tage später hingegangen und habe sie mir angesehen. Die Glut glühte noch, während wir auf Lucretias Wohl tranken und ein paar ausgewählte Wachen auf den glimmernden Glutstücken grillten. Wachteln. Okay. Verlassen. Einmal habe ich noch. So, na komm, geh doch mal dahin. Zack, zack. Und jetzt gehen wir auch hier nochmal in die Taverne. Aufträge habe ich nicht. Klatsch. Das haben wir jetzt aber alle schon. Hätte ich die alle durchscrollen können? Sind die wirklich alle drin? Hätte ich gar nicht laufen brauchen. Muss ich laufen? Das habe ich doch alles schon gehabt. Okay. Dann gehen wir zurück. Dann schauen wir jetzt durch zu sein. Vielleicht auch einfacher machen können. Hinterher ist man immer schlauer. Jetzt gehen wir dorthin zurück. Ich habe noch 22.669. Keinen Kreuzer, was heißt, hab das fertig. Jetzt können wir natürlich dahin gehen. Aber das machen wir heute jetzt nicht mehr. Ich denke mal, ich werde jetzt die Aufnahme hier beenden. Das Ganze jetzt natürlich eine geschnittene Version, dass man nicht immer alles gucken muss. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.